Wir haben es gefunden, unser Traumhaus. Und jetzt gehen wir gleich eine Runde machen und anschauen, was es da alles zu sehen gibt. Ja, wie ihr seht, hat sie schon einen schönen Garten. Aber wir haben jetzt die letzten 4 Jahre dürfen viel Erfahrung sammeln in unserem Garten und wir brauchen noch viel mehr Platz. Und zum Glück hat es hier ganz viel Platz für weitere Beete. Das freut uns. Hier hinten, an der Grenze des Grundstücks, fließt die Ordene vorbei. Das ist ein Bach, der jetzt gleich renaturiert wird. Wir können mitbestimmen, wie die Renaturierung genau so aussieht. Vielleicht gibt es hier verschiedene Fruchtbäume, ein Biotop oder sogar einen kleinen Schwimmteich. Wir sind hier auf der Seite vom Haupthaus und hier hat es noch so 2 schön bewachsene Räume, so ein Holzgebäude. Die eignen sich wunderbar für eine Sauna und vielleicht ein Hammam. Für mich als Wellness-Liebhaberin natürlich die oberste Priorität, wenn ich das nicht habe, komme ich nicht. Ja, hier entsteht etwa 500 Quadratmeter Wohnraum. Wir werden ca. 6 Nasszellen und Küchen hier haben, sodass wir die Räume individuell aufteilen können in kleinere und grössere Wohneinheiten. Hier sind also von Studios, Wohnungen bis zu 10er Wegen eigentlich alles denkbar. Hier befinden wir uns im ehemaligen Thai-Restaurant, das in diesem Haus schon unten drin war. Aus diesem wunderbaren grossen Raum können wir unseren Gemeinschaftsraum machen, um zusammen zu essen. Und praktischerweise ist da hinten auch schon eine Gastro-Küche eingebaut, die wir übernehmen möchten, wo wir dann problemlos für so viele Leute kochen können, wie wir ja bei diesem Haus hier auch sein könnten, zum Wohnen. Ja, wir sind auf der Suche nach Leuten, die mit uns hier einziehen wollen und mit uns das Projekt angehen und vor allem das Projekt realisieren wollen. Wenn du dir das vorstellen kannst, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Wir suchen Leute, die ihr Geld gerne in diesem Haus anlegen würden. Zum Beispiel als Genossenschafter mit Anteilsscheinen oder in einem Sparplan oder als Darlehen.